Servus Leute, heute gibt es wieder mal ein Gameplay. Ganz normal Call of Duty Black Ops. Und zwar gibt es ein Bodenkrieg, Herrschaft auf der Map Havanna. Havanna, meines Erachtens, eine meiner Lieblingsmaps, weil da kann ich so gut wie jede Waffe benutzen. Weil es ist einfach eine Map, die hat lange und auch kurze Distanzen. Und sowas gefällt mir einfach, weil da kann man nicht so drauf los rushen und ohne zu überlegen, was da jetzt hinter jeder Ecke kommen könnte. Und das ist mir einfach so eine Map, auf der ich mehr oder weniger ein paar Noobs bisschen pornen kann. Ja, Waffen habe ich. Perks. Genau. Als blaues Perk habe ich dabei die kugelsichere Weste. In der englischen Version das Flag Jacket. Ich mache hier jetzt noch ein bisschen Englisch-Deutsch, weil es gibt da so manche Kommentatoren, die haben dann halt die englische Version gekauft und die haben keine Ahnung, wie das Ganze auf Deutsch heißt, und damit ihr da ein bisschen einen Überblick erhaltet, versuche ich das Ganze so ein bisschen zu übersetzen, und ja, das ist eigentlich mein Ziel, dass ihr wisst, wovon die anderen reden. Ja. Zweites, also das orange bzw. rote Perk ist gestellt. Auf Englisch heißt es hardened, wenn ich mich nicht täusche. Und das grüne Perk, damit alle drei komplett sind, habe ich dabei Hacker. Hacker deswegen, weil gerade auf so Maps wie Havanna, habe ich vorhin gesagt, ist ziemlich verwinkelt. Und da liegt eigentlich fast hinter jeder Ecke eine Claymore. Und die Kombination aus Hacker und kugelsichere Weste finde ich eigentlich recht gut, weil man sieht, hier habe ich keine Ahnung, wieso der mich gesehen hat. Hab's auch in der Abschusskamera nicht herausgefunden. Schade. Naja, man sieht einfach die Claymores, die Geschütze, die Bodenluftgeschütze, die Taktikeinstiege, die was weiß ich alles. Auf jeden Fall alle möglichen Ausrüstungen. Ich weiß nicht, ob es bei der Vorratskiste jetzt auch so ist, glaube ich aber nicht. Weiß ich nicht. Müsste ich nochmal überlegen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde Hacker ziemlich nützlich. Besonders auf so Maps wie Havanna, wie gesagt. Und das Ganze mache ich dann halt so eine Art unverwundbar gegenüber Claymores. Fernlenkladungen natürlich auch werden angezeigt. Finde ich echt gut. Ja. Hauptsächlich will ich heute aber mal über was Besonderes reden. Ihr habt es heute das erste Mal gesehen. Und zwar mein neues Intro. Ich habe das Intro wieder mal von meinem Kumpel Alex von Delta Gameplays bekommen. Und ich finde, der hat den Job ziemlich gut gemacht. Falls ihr jetzt meckert und sagt, da habe ich noch einen Verbesserungsvorschlag, freuen wir zwei uns natürlich über diese Verbesserungsvorschläge, weil ich denke, ein Intro kann nicht schlechter werden, nur besser. Und da eure Kritik konstruktiv ist, wovon ich jetzt mal schwer ausgehe, ist es eigentlich recht gut, wenn ihr da in die Kanalkommentare oder auch in die Videokommentare, mir ganz gleich, mal eure Kritik reinschreibt, was euch an dem Intro gefällt, was euch nicht gefällt, ob ihr jetzt die Musik ändern würdet oder ob ihr jetzt noch irgendwas hinzufügen würdet, meinen Namen oder was weiß ich, andere Farben, ganz anders. Einfach
in die Video- bzw. Kanalkommentare reinschreiben. Wir werden das dann begutachten und mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, herzlichen Dank natürlich an Alex. Das finde ich echt cool. Die, die es noch nicht wissen, der hat auch mein Kanaldesign gemacht. Und natürlich auch mein Profilbild. Das heißt, das ganze Design etc. ist von ihm. Er ist der kreative Kopf. Und an dieser Stelle möchte ich mich einfach bei ihm bedanken. Ja. So, Werbung auch fertig. Was jetzt? Ja, gehen wir noch schnell auf das Gameplay ein bisschen ein. Ihr seht, extrem viele Leute haben hier zweite Chance dabei. Besonders der eine Typ, den werde ich bestimmt noch ein, zweimal killen. Wisst ihr was? Mich kotzt es einfach an. Ich muss meine Munition dafür raushauen. Hier haben wir ihn schon wieder. Und ja. Zack. Haben wir ihn zappeln lassen, den Fisch. Und ihr seht schon, meine Abschussserien sind die 3, die 4 und die 5. Hauptsächlich davon, weil die Abschlussserien kamen noch aus dem Spiel zuvor. Und genau aus dem Grund habe ich sie einfach drin gelassen. Und ihr seht, was aus der 5er rauskommt, und zwar meine Valkyrie-Raketen. Ich hasse sie. Das ist wirklich dermaßen scheiße. Die machen wirklich gar nicht. Und jetzt, zack, zack. No. Ich dachte beim ersten Mal R1 drücken, eiskalt, dass die schon ausgelöst hatte. Hat sie aber nicht. Nein. Verdammt. Hat sie schon, genau. Sie hat ausgelöst. Ich habe dann aber nochmal R1 gedrückt. Und zwar fürs Explodieren. Naja. Ein Glück, dass ich meine kugelsichere Weste dabei habe. Die macht mich nämlich extrem schadensresistent gegen alle möglichen Explosionen. Gilt auch für Helikopterschützen, was ich sehr gut finde. Und meines Erachtens ist es eines mit eines der nützlichsten Perks, die man sich hier nur zulegen kann. Hier seht ihr extrem viele Gegner hier an diesem Punkt. Meines Erachtens ist es hier der Punkt, an dem es am meisten abgeht. Im ganzen Spiel, ob das jetzt Team Deathmatch ist, ob das jetzt Herrschaft ist, ob das was weiß ich ist. Suchen und zerstören, weiß ich nicht. Gehen sie wahrscheinlich eher weniger durch. Es sei denn, es sind Noobs. Die gehen den Weg meistens automatisch. Hier habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, einen wunderschönen Doppel- oder sogar Multikill zu kriegen. Aber dem war nicht so. Meine Gegner sind eiskalt abgehauen und haben mich dann flankiert. Ganz gemeine Hunde, finde ich. Und sowas muss bestraft werden. Ich renne blind nochmal in das Eck rein. Und ich sage euch, wenn ihr genau wisst, dass genau da die Action abgeht, dann geht zu der Stelle, aber geht nicht so offensichtlich wie ich jetzt hier hin, dass ihr im Kreuzfeuer steht und einfach so gut wie gar keine Chance habt, da zu überleben. Mein Tipp ist es, geht auf den Balkon gegenüber, hier links im Bild, geht auf den Balkon, werft da eine Granate rein, haltet euch so aus dem extrem belasteten Zonen raus. Und ja, wie ihr seht, ich kriege auch noch meinen Kill mit dem Raketenwerfer. Und oh, ich sehe das. Ja, ja. Einfach mal den Gegner am Spawn flankieren.
bringt immer ein, zwei Kills, wenn man es richtig macht. Nicht so wie ich. Ihr seht, noch liegen wir vorne. Jedoch wird sich das ändern, wenn wir nicht zwei Punkte einnehmen. Der Gegner hat jetzt gerade A und C. Wir haben B und ja. Ich weiß nicht, was die alle mir helfen, diesen Scheißpunkt einzunehmen. Ich weiß es nicht. Ist mir ein Rätsel bis heute. Ihr seht, ich habe drei Punkte eingenommen. Insgesamt vier, aber der erste zählt ja für mich eigentlich nicht so. Auf jeden Fall. Und jetzt seht ihr dann nachher etwas, was in einem Bodenkrieg-Herrschaftsspiel nicht wirklich oft vorkommt. Fälle gibt's, aber nicht alltäglich ist. Werdet's ja noch sehen. Und zwar, der Gegner hat jetzt A und B. Ich versuche ihn zu flankieren und dann demzufolge A einzunehmen. Ob es klappt oder nicht, werdet ihr sehen. Ich versuche hier erstmal so die Gegner einzeln auszuschalten und da hier ihr Spawn ist, ist es so meine Taktik. Ja, keine Ahnung, wieso ich da meine Vorräte reingelegt habe. Bleibt ein Rätsel. Aber jetzt seht ihr es. Und. Ja, unentschieden. Ist nicht häufig, aber gibt's. In dem Sinne. Servus, Leute. Nein. Ciao, Leute. Aha, mit einem Versprecher gibt's das Ende.